Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect 2. Wir sind gerade dabei, das Dossier zu Tali zu uns zu erarbeiten. Wir sind auf einem Planet, wo sehr hohe Geth-Aktivität ist, weil es deren Gebiet ist und wo die Sonneneinstrahlung so krass ist, dass sie uns die Schilde wegsbrutzelt. So, und jetzt werden wir erstmal kämpfen. Aber da macht einer sich immer schön unsichtbar. Okay. Hier ist ja wunderschön. Wir müssen Sprengladung finden. Oh, und Munition nehme ich natürlich auch sehr gerne. Da hinten kommen wieder neue Geth. Wir stellen uns mal hier zu kämpfen. Hat er gerade gesagt, das war cool? Genau, wir untersuchen jetzt erstmal die eingestürzte Säule. Der Quarianer sagte, hier draußen gibt's Sprengladung. Damit können wir uns den Weg freisprengen. Jetzt können wir uns erstmal hier den Weg freikämpfen. Irgendwie setze ich heute keine Fähigkeiten ein, ne? Komm, wir schmettern mal. Muss ja auch ab und zu mal seine Fähigkeiten einsetzen. Keiner mehr da! Keiner mehr da? Doch? Sag doch nicht sowas. Das ist der Sturmangriff. Will ich gerade nicht machen mit Schilde unten. Blattschuss. So, den Jäger müssen wir hier mal kaputt machen. Vor uns kaputt machen. Oh, da ist ein Tagebuch. Aber erstmal mal ein neuer Gegner. Üben wir jetzt? Ich habe das Walton total vergessen. Dass man das ja hier kann. Da ist auch die Sprengladung. Ist so viel. Also erstmal Sprengladung nehmen. Eine von zwei Sprengladungen gefunden. Ein Medikit. Da oben ist noch irgendeine medizinische Station. So, erstmal Talis Tagebuch abschließen. Wir brauchen eine Probe des Kerns, um den zeitlichen Ablauf der Strahlungszunahme zu rekonstruieren. Aber unsere Ausrüstung lässt uns ständig im Stich. Shepard hat mal auf Terum zum Entfernen von Geröll einen Minenlaser benutzt. Vielleicht kriege ich sowas ähnliches mit Sprengladungen hin. Okay, Tali forscht hier fleißig. Boah, hab ich mich erschrocken. Verdammt, habe die Schilde verloren. Feindliche Drohne. Alles ein Kommandant, okay. Nein, nein, nein. Hier, aktivieren. Muss mal ein Stück weg. Ah, oh Mist, ich habe keine Munition mehr. Dann müssen wir uns jetzt mal wieder auf die Pistole stürzen. Und wir haben die andere neue Schwere schon direkt ausgerüstet, ne? Osaid, sorry. Ich wollte dich nicht anschießen. Ist hier hinten noch was? Nee. Okay. Ach, wisst ihr was schon wieder? Das ist jetzt die langsamere Maus. Die schnellere, okay. Dass die Maus zu schnell ist und ihr alle euch übergeben müsst. Also ich weiß nicht, ob ihr da so empfindlich seid. Ich mag das zum Beispiel nicht, wenn ich bei jemandem gucke, der eine sehr schnelle Maus hat und ich halt diese Mausbewegung nicht abschätzen kann. Wird mir immer so ein bisschen schwummrig. Feinde vor uns! Jetzt müssen wir nur noch aufräumen. Ja, wir räumen mal auf. Mit einer Schockwelle. Nichts, okay, Verwüster ist tot.
Da ist noch einer. Hatten die Gash schon im ersten Teil Schilde? Ich glaube ja nicht, ne? Ich glaube, da war auch die war ja die ganze Kampfmechanik ein ganz klein wenig anders. Noch ein Tagebuch. Es ist nahezu unmöglich, genaue Solarmessungen durchzuführen. Die Strahlung zerstört ständig unsere Geräte. Die Sonne dürfte sich nicht so verhalten. Noch vor wenigen Jahrhunderten war sie stabil. So schnell sterben Sterne nicht. Okay, dann scheint es ja irgendeine Problematik zu sein, die dann später aufgetaucht ist, sag ich mal. Einmal kurz die Schilde aufladen lassen. Aber jetzt müssen wir ja einmal durchsprinten. Okay, da ist irgendeine Steuerung, die machen wir gleich auf. Erstmal will ich mich überall in Ruhe umgucken. Nicht, dass wir irgendwas Wichtiges übersehen. Munition ist voll, dann möchte ich gerne wieder auf die Spur. War die hier. So. Haben wir auch die Schrot gleich wieder voll. Da ist dann nichts mehr. Da oben wahrscheinlich auch nicht. Ne? Da sind wir ja gerade hoch. Ah, da ist schon mal eine hier ist ja die Dingstelle. Also manchmal habe ich echt eine Orientierung, weiß ich nicht, wie Zorro. Aus One Piece. Also gar keine. Okay, nochmal eine medizinische Energiezelle haben wir bekommen. Noch eine Sprengladung. Wir bringen die jetzt aber noch nicht an. Wir konnten dort ja noch irgendwas öffnen, ne? Möchte ich eigentlich gerne erstmal machen. Aua! Ich hasse das. Schlagschuss! Die Position ist schlecht. Gehen wir nach links und greifen wir sie von der Flanke aus an. Ja, machen wir. Okay, die Jungs haben Spaß, wie man hört. Ich sehe nichts, die Sonne ist im Weg. Habe ich ihn jetzt? Nee, der läuft noch. Das ist gerade ein bisschen riskant, was ich hier mache. Sind alle weg? Okay. Liege unter Beschuss. Ja, ja, ist ja alles gut. Kommt doch ruhig gleich wieder. Ach so, ah, okay. Nee, da machen wir doch wieder zu, oder? Da hätte man hier einfach besser schießen. Ach, hier hätte man besser schießen können. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Na gut. Haben wir auch so irgendwie halbwegs geschafft. Oder meine Jungs eher gesagt. Ich habe hier gerade nicht so viel gerissen. Weil mich einfach auch die Sonne sau geblendet hat. Da ist Munition, die würde ich gerne noch einsammeln. Und dann können wir eigentlich ja schon die Sprengladung anbringen. Oh, hier ist noch Iridium. Habe ich das übersehen vorhin? Oder ist das neu dazugekommen? Nee, das muss ich übersehen haben.
jagen sie es in die Luft. Aber wir sollten uns vorher entfernen. Ja, ich bin doch schon weg. Oh, ich habe gar nicht hingeguckt. Es hat Bumm gemacht. So. Möchte ich das einmal speichern. Entschuldigt. Ich habe gerade was trinken wollen und habe einfach weggeguckt. Jetzt trinke ich kurz was. Oh, da ist einer. Können wir was mit dem machen? Erschießen können wir ihn. Aber eigentlich macht man ja. Also, wobei. Organische Gebäude sind ganz schön stabil. Ich wette, das stammt alles aus der Zeit vor dem Aufstand der Geth. Was interessiert uns das? Wer beschließt, hierher zu kommen, ist auf sich gestellt. Ich weiß halt nicht. Also, klar, wir haben den jetzt von seinem Leiden erlöst, aber die Geth sind doch Maschinenwesen, nenn ich's mal. Dalisola an Basislager. Komm, Basislager. Wir gehen da zur Kommunikationskonsole. Auf jeden Fall, wir haben ihn einfach von seinem Leiden erlöst. Wir reden uns da mal raus. Hätte jetzt aber auch nichts gebracht, ihm zu helfen, glaube ich. Dalisola an Basislager. Ja, ja. Basislager. Wir müssen erstmal hier ein bisschen rumgucken, Tali. Geht gleich los. So, 6000 Credits wieder. Hier ist noch das sieht interessant aus. Sturmgewehrschaden, sehr schön. Unsere Vorfahren sind ohne Kopfbedeckung durch diese Hallen geschritten. Die Sonne muss damals ganz normal gewesen sein. So viel Platz. Steinmauern. Ganz erstaunlich. Ich wünschte, meine Freunde könnten das sehen. Ich wünschte, Shepard wäre hier. Ich bin da, Tali. Ich bin da. Dalisola an Basislager. Komm, Basislager. So, nochmal 3000 Credits. Da ist nur ein Waffenspind und Talis Tagebuch, was wir uns schon angehört haben. Hier ist nichts mehr, ne? Gut, dann quatschen wir jetzt mal mit Tali. Hallo? Ist da jemand? Tali, hier spricht Shepard. Shepard? Ich will mich ja nicht beschweren, aber Sie tauchen wirklich zu den seltsamsten Zeiten auf. Was haben Sie hier mitten im Gebiet der Geth zu suchen? Ich war gerade in der Gegend und dachte mir, ich könnte Ihnen ein wenig zur Hand gehen. Danke fürs Kommen, Shepard. Es freut mich sehr, Ihre Stimme zu hören. Carl Rieger und die verbliebenen Marines haben mich ins Observatorium gebracht. Von Ihrer Position aus durch die Tür und über das Feld. Ich habe die Daten, die ich wollte, und bin im Moment sicher. Aber draußen sind ziemlich viele Geth. Ja, also dürfen wir uns wieder durchkämpfen? Aber das ist ja klar, in so einem Spiel, da muss man sich immer durchkämpfen. Und sonst wäre es ja, glaube ich, auch langweilig. Und da wir ja auch noch das Spiel, der Boden ist Lava, beziehungsweise die Sonne ist heiß, wird das noch ein bisschen interessanter. Was für Forschungsdaten haben Sie gesucht? Es geht um die Sonne dieser Welt. Sie altert schneller, als sie sollte. Ich erzähle Ihnen mehr darüber, sobald weniger Geth auf uns schießen. Klingt vernünftig. Würde es helfen, wenn ich die Normandy herhole? Ich bezweifle es. Diese Gebäude sind Jahrhunderte alt. Wenn Sie sie unter Beschuss nehmen, bricht die komplette Anlage über uns zusammen. Würde es helfen, wenn ich die Normen, die ich hier ausgerutscht. Diese Gebäude sind Jahrhunderte alt. Wenn Sie sie unter Beschuss nehmen, bricht die komplette Anlage über uns zusammen. Ist noch jemand bei Ihnen oder sind Sie allein? Eine Gruppe von Riegers Marines hat mir Feuerschutz gegeben, als ich zum Observatorium gelaufen bin. Einige von Ihnen müssten noch am Leben sein. Ich kann hören, wie Sie draußen auf die Geth schießen. Jemand hat anscheinend die Tür für die Geth versiegelt und die Konsole ist beschädigt. Können Sie sie von Ihrer Seite aus öffnen? Warten Sie mal. Ja, das geht. Jetzt. Sie müsste jetzt offen sein. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Und bitte tun Sie Ihr Möglichstes, damit Rieger am Leben bleibt. Okay. Das werden wir natürlich versuchen. Ich möchte aber einmal speichern. Plus zwei vorbildlich wieder. Und eine medizinische Station. Wir wurden entdeckt.
feige Maschinen. Oh nein! Drohnen können sich verstecken. Echt feige Maschinen. Ich will erstmal da. Das war cool. Wer ist der Nächste? Tschüss. Tschüss, Drohne. Das war's für dich. Wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Ja. Der Dicke will da hinten, glaube ich, nochmal. Ha! Bin in Deckung. Oh, voll daneben. Ich glaube, Said hat recht. Wir müssen einmal dahin. Ah! Oh, hier ist gar kein Schatten. Habe Schilde verloren. Hier ist Schatten. Einmal Muni nach. So, jetzt muss ich mal kurz in Deckung bleiben. Bis meine Schilde wieder da sind. Aber ich wollte den Kommandanten auf jeden Fall ausschalten. Ich brauche Muni, Said, dann kann ich mitmachen. Habe ich da schon wieder einen Kommandanten gesehen? Ah, dafür möchte ich bitte aber in Deckung. Die Drohnen sind halt ein bisschen nervig. Nichtskönner? Meinst du, hast du deinen Gegnern oder zu mir, mein lieber Grunt? Also, es ist immer noch nicht so klug von mir, mit einer Schrot auf Entfernung zu schießen. Das gebe ich gerne zu. Aber ich bin trotzdem kein Nichtskönner. Alles sauber. Ich bin tatsächlich generell ja nicht die beste Gamerin, aber den Anspruch habe ich halt auch gar nicht. Ich will Spaß haben und wenn ich halt mit meinem Schrot auf Entfernung schieße dann und dabei Spaß habe, dann ist das Ziel erfüllt. Nichtskönner. Könnt ihr mal bitte kurz meine Schilde wieder aufladen? So, jetzt. Danke. Kann man hier runter? Hier hast du nicht zu bieten. Wahnsinnsschuss. Man kann hier runter. Oh nein, kann man auch hier irgendwo wieder hoch? Von wo denn? Wir werden sterben. Ich habe die eine Drohne nicht gesehen. Es tut mir leid. So, einmal fortfahren. Ich weiß nicht, wo gespeichert wurde. Wahrscheinlich vor dem Kampf, ne? Ich wusste nicht, dass man hier runter kann. Und dann sind wir einfach runtergefallen. Ja, vor dem Kampf. Dann nochmal. Sie haben uns gesehen. Feige Maschinen. Die Drohnen können sich verstecken. Schön. Ah. Wer hast du nicht? Wer hat noch nicht? Das war cool. Ah. Schön. So, da hinten ist der, der kann man machen. Aber erstmal die Drohne wegmachen. Das war's für dich. Wahnsinnsschuss. Okay, ich geh mal wieder auf die Suche nach Muni. Und versuche mich mal ein bisschen an den Kommandanten ranzuschleichen. Noch einer. Oh, Grunt, hast du mich erschreckt. Ich dachte gerade, du wärst ein Kommandant. Komm, wir probieren mal die neue Maschinenpistole aus. Ah, warum kann ich mich nicht bewegen? Oh, das war knapp. Ich habe wieder die falschen Knöpfe gedrückt. Boah, die ist aber schwer zu handeln. Im Dauerfeuer.
Yeah, direkt auf den Arsch. Noch einer, noch einer. Also die kann man, also ich kann sie schlecht im Dauerfeuer handeln. Bin aber auch generell ja eher der Fan von Einzelschuss, also in diesem Spiel von Einzelschuss und dann halt mehr Schaden pro Schuss. Oh, guck mal, hier ist so viel Munition. Zeit zu kämpfen! Wahnsinns schwerste Ass, was für dich? Viele Drohnen, das ist einfach cool. Das war cool. Ich will erstmal nochmal die ganze Mini hier einsammeln. Ah, ihr habt schon wieder den Kommandanten an der Backe. So erledigt man übrigens Kommandanten ohne Deckung. Einfach stehen bleiben und schießen. Nein, das sollte man eigentlich nicht machen. In einem Deckungsshooter sollte man sich tatsächlich auch die Deckung suchen. So, das war Gelder. Nachladen. Das sind halt einfach so scheiße viele Drohnen. Die auch echt gut reinhauen, ne? Wenn die mal ein bisschen wieder Schaden machen. Ja, verdammt! Feind am Boden! Wenn ich mir jetzt die Muni hole, kommt doch gleich wieder ein Kommandant. Das war cool! So. Kann ich kurz zwischenspeichern? Oh, ich kann kurz zwischenspeichern, das finde ich. Von wo kommen jetzt die Drohnen? Ich sehe sie halt nicht. Ich höre sie nur schießen. Ja, meine Jungs schießen nicht. Ich geh jetzt hier runter. Hier ist Sonne, Sonne, Sonne. Hier, wir sind drüben. Liegt hier jetzt noch irgendwo Loot? Wenn nicht, können wir ja die Folge beenden, würde ich sagen. Also es scheint jetzt hier ruhiger zu sein. Ich speichere sie jetzt aber nochmal. Und dann würde ich jetzt hier an der Stelle die Folge einfach beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann hoffentlich auf Tali treffen. Also, bis dahin. Ciao, ciao.